5, 6, 7, 8. Demnächst wir zwei Voging Workshop in Hannover. Und zwar kein Zwick mehr, ich höre jetzt auf zu tanzen. Ach, das ist einfach schön, ne? Mega geil. Willkommen zurück beim Bei mir bist du schön Podcast. Swing tanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. Du bist wieder dabei. Du bist wieder dabei, das freut uns. Und ich kann jetzt auf dich zeigen, ne? Ja, hier unten bin ich. Ja, geil. Deine Kamera ist da, wurde es, genau da. Jetzt zeigst du auf mich. Ja, denn wir sind immer noch digital unterwegs, immer noch versuchen wir hier euch zu kurzweilen. Kann man das so sagen? Heißt es kurzweilen? Langweilen? Du hast es getan. Ja, kann man das so sagen? Ja klar, hast du ja gerade. Wir hoffen, euch geht es gut. Wir hoffen, ihr seid gesund. Und wir hoffen, viele von euch sind motiviert dabei, wieder eurem Hobby zu frönen. Denn es ist scheinbar so, zumindest in Deutschland, dass in vielen Regionen die Lockerungen wieder stattfinden. Man kann teilweise wieder tanzen, man kann teilweise wieder ins Training gehen, Fitnessstudio laufen, Sport und so weiter. Und Tanzen gehört dazu in vielen Landkreisen. Und wir hoffen natürlich vorsichtig, dass wir uns daran testen. Aber wir hoffen, ihr seid immer noch motiviert. Ihr seid Swingtanz begeistert und hofft jetzt, dass es sich langsam wieder bessert und alles wieder normal wird. Ja, das hoffen wir. Und wir hoffen auch, dass dich als Zuhörer unser Podcast vielleicht so ein bisschen über die Zeit getragen hat und dass du jetzt wieder inspiriert und motiviert bist, auch wirklich weiterzumachen oder vielleicht neu zu starten oder was auch immer du jetzt vorhast, vielleicht mal eine andere Swingtanzart zu starten oder sonst was. Und also wir haben jetzt die Kurse wieder eröffnet sozusagen in der Tanzschule bei uns und hatten jetzt schon regen Zugang und auch wieder regen Zuspruch. Die Leute waren super happy, dass es wieder weitergeht. Und wir haben jetzt in der Zeit, also da wir jetzt keine Partnerwechsel machen dürfen, haben wir auch ein extra Angebot für Solo-Tänzer sozusagen, für Solo-Lindy angeboten. Und das war auch gestern schön voll. Das war echt top und es hat uns mega Spaß gemacht und ja, sehr nice. Und wir hoffen, dass die Swing-Tanz-Szene gestärkt da rausgeht und sich, wie wir schon häufig angesprochen haben, neue Angebote gebildet haben, neue Überlegungen, neue Motivationen. Und wir hoffen dann, wir brauchen uns nichts vormachen. Ne? Bis zum Ende des Jahres werden wir irgendwie noch Nachwehen davon spüren, abgesagte Workshops oder sonst irgendetwas. Aber nächstes Jahr hoffen wir, da wird auch unsere schöne Swing-Tanz-Szene mit neuer Begeisterung, neuer Motivation, neue Elemente wagen. Ja. Und wir werden daraus erstarken und erwachsen. Kann man das so sagen? Yes. Das klingt ein bisschen komisch. Sehr schön. Ja, apropos erblühen. Also ich fühle mich so ein bisschen, weiß ich nicht, ich glaube, dass ich so in einer Heuschnupfenphase stecke. Huch. Ich hoffe, dass es nicht mehr ist. Und das ist total nervig, wenn ich da so ein bisschen, also nicht so richtig tief atmen kann. Aber ich hoffe, dass es jetzt für den Podcast ausreicht. Gerade so. Ja, gerade das ist so. Ja passend, denn heute reden wir gar nicht die ganze Zeit. Ne? Ja, das ist, genau. Nein, da sei jetzt schon mal gespannt. Ein kleiner Spoiler, damit ihr dran seid. Wir reden nicht die ganze Zeit. Wir singen auch ein bisschen. Ich hatte letztens irgendwie bei YouTube gesehen, Auflösungen gibt es am Ende des Videos. Das müssten wir auch beim Podcast machen, damit alle dranbleiben. Ja, das, Spoiler ist immer gut, ja. Am Anfang so ein richtig krasses Ding machen und dann am Ende kommt die Lösung. Ja. Wenn du uns gehört hast während dieser kurzen Zeit, ist dir vielleicht aufgefallen, dass wir jede Woche veröffentlicht haben. Da ist natürlich so ein Rattenschwanz an Arbeit dran, mitschneiden und Shownotes raussuchen und so. Wir versuchen das erstmal beizubehalten, aber wir können jetzt wirklich nicht versprechen, weil jetzt geht die Arbeit komplett wieder los. Wir sind wieder ganz stark involviert. Wir müssen mal schauen. Aber wir werden den Podcast auf jeden Fall weitermachen und versuchen dann wenigstens unser zweiwöchiges System beizubehalten. Yes, auf jeden Fall. Ja, genau. Wir haben auch schon viel geplant, haben schon Interviewgäste angefragt, wir haben schon Zusagen da wird es schön weitergehen. So, also wenn spannende du dabei bist, Themen, ja. Bleib dabei, teil uns, like uns, kommentier uns. Wir haben auch schon wieder neue Kommentare gelesen, haben uns gerade darüber ausgetauscht. Ja. Danke für den Zuspruch, für die Anregungen, Kritik und alles. Wir vielen Dank. Noch können wir sagen, wir lesen das alles, weil es halt noch nicht tausend sind. Nee, genau. Also zumindest die uns auffallen. Es kann ja sein, dass wir auf irgendeiner Plattform nicht so aktiv sind und das da nicht sehen, aber kommentiert sehr, sehr gerne und liked und bewertet uns auch gerne, dass wir da auch von mehr Leuten gesehen werden und beziehungsweise gehört werden und dann vielleicht Leute zum Zwingtanzen bringen oder ihr Knowledge einfach erweitern. Würde uns sehr freuen.
Ja, dann beim Social Ecke Warm-Up habt ihr ja mal gehört, dass wir so über aktuelle Themen sprechen und dann auch meistens so richtig gute Laune uns verbreiten. Eine Sache, die nicht ganz so gute Laune verbreitet, sind die ganzen Proteste in Amerika, die mal wieder einen Toten zu beklagen haben aufgrund von Polizeigewalt. Und wir haben lange überlegt, was man dazu sagen könnte und ob man dazu was sagen könnte. Und wir sind ja sowieso immer dabei, auch insbesondere, weil unsere Swing-Tanz-Kultur ja auch aus dieser Black History kommt, ursprünglich nicht in unserer Kultur verankert war, was man dazu sagen kann. Und wir können einfach nur sagen, wir stehen voll und ganz zu den Zielen der Proteste. Wir verurteilen jegliche Form von Diskriminierung und Gewalt. Und jetzt gerade in diesem Bezug, den ganzen Protesten, die jetzt auch in Europa stark werden, können wir einfach nur sagen, wir als, wenn ihr uns nicht seht oder uns kennt, wir als wirklich weiße Europäer, die offenkundig jetzt keiner diskriminierenden Minderheit angehören, wir können nur sagen, wir haben verstanden, dass wir es nicht verstehen werden. Ja, und deswegen ist es jetzt an uns, einfach zuzuhören, zu lernen, mit Betroffenen zu reden und uns weiterzubilden, um da irgendwie uns zu nähern. Ja, das ist das, was wir dazu sagen wollen. Wir sind einfach nicht da tief genug drin, noch weiteres sagen zu können. Und deswegen, wir sind bei den Protesten, wir sind bei den Protestenden und verurteilen einfach Protestierenden, genau, und verurteilen einfach jegliche Form von Gewalt und versuchen, da zuzuhören und die Betroffenen mehr wahrzunehmen oder wie man das nennen möchte. Ja, wenn ich das mal ein bisschen was dazu sagen, also darf schon, aber möchte, es ist halt ein schwieriges Thema und also ich kann eigentlich auch nur nochmal, so einen kleinen Appell möchte ich nochmal da lassen. Und zwar, wir haben uns das jetzt vorgenommen, weil wir halt wissen, dass wir, sobald wir was zu sagen, werden wir irgendwas übersehen oder wir werden irgendwas missverstehen. Deswegen werden wir nicht viel mehr dazu sagen, als wir das, was wir gerade gemacht haben, dieses Statement. Aber ich möchte auch nochmal jedem nochmal an die Hand geben, dass er oder sie sich ebenfalls dazu informiert, die Hintergründe versteht und vor allem auch, bevor er oder sie irgendwie in eine Richtung, in welcher auch immer, hart diskutiert oder eine Meinung hat und sich eine Meinung bildet. Eine Meinung bilden kann man eigentlich nur, wenn man Hintergrundinformationen hat. Deswegen möchte ich nochmal daran appellieren, dass du dich auch als Zuhörer stets weiterbildest, auch in die Themengebiete, wo du vielleicht nur Halbwissen hast oder so. Und sobald du eben siehst, es passiert etwas auf der Welt, bilde dir nicht sofort ein Urteil, warum das passiert, sondern informiere dich, was genau passiert und dann eben, warum das passiert und dann versuche es zu verstehen. Ja. Nur so als generelles, nicht nur für dieses Thema, was jetzt gerade passiert, aber eben für alle Themen, sei es Flüchtlinge, sei es keine Ahnung was, die kommen nicht einfach so und wollen hier irgendwie Deutschland ausschmarotzern, sondern die kommen ja aus einem gewissen Grund und wahrscheinlich hat auch Deutschland einen großen, großen Teil daran beigetragen. Aber das ist ein anderes Thema. Nur so generell, irgendwelche Themen, die die Welt bewegen, bilde dein eigenes Bild und informiere dich. Ich fand es mal eine ganz gute, ich habe mal ein Interview, glaube ich, gehört von jemandem, die ich glaube, es war der, als das Thema Islamisierung oder irgendwas so ein Thema war, da hatte sie halt gesagt, ich habe jetzt gar keine Meinung für oder gegen, sondern ich gehe jetzt direkt in diese Kultur hinein und versuche sie zu verstehen. Und dann erst kann ich mir eine Meinung bilden, ob ich das mag oder nicht mag und was ich an dem mag und was ich daran nicht mag. Weil es gibt immer an allen Sachen irgendwas Positives und Negatives. Und es ist eben nicht so schwarz-weiß, sondern es gibt halt, wie gesagt, immer irgendwas auf beiden Seiten zu verstehen. Und das ist halt eben, fand ich, eine sehr, sehr interessante Herangehensweise, um nicht zu sagen, ja, stimmt, du hast recht, das geht gar nicht. Sondern verstehen, warum derjenige so reagiert, weil es gibt immer Kulturen und Hintergründe, menschliche Hintergründe, kulturelle und auch, wo man aufgewachsen ist, wie man aufgewachsen ist, was die Mutter und Papa schon gemacht haben, das ist halt alles da im eigenen Kopf drin und so mit reagiert jeder auf eine gewisse Weise, plus äußere Umstände und so weiter und so fort. Und häufig ist es halt so, da auch an unser Statement anknüpfend, wenn man selber nicht betroffen ist, dann wird man es nie voll und ganz voll verstehen können. So, weil man kann sich nur bis zu einem gewissen Grad da reinversetzen und wenn man also offensichtlich nicht
diskriminiert wird, dann kann man zwar Sympathien entwickeln und kann das vielleicht nachvollziehen und kann zuhören, aber wenn man nicht betroffen ist, man weiß nicht, wie das ist. Mhm. Und deswegen, wir haben große Verantwortung in der Swingtanz-Szene. Bildet euch weiter und wir hoffen, dass es da nicht zu weiteren Ausschreitungen kommt und nicht zu weiteren Gewaltakten und dass es fruchtbar ist und dass nicht irgendwie die Ziele in den Hintergrund rücken und irgendwie Gewalt in den Vordergrund rückt. Ja. Jawohl. Mal vielleicht ein anderes Thema, bevor wir auf unser Hauptthema kommen. Ich wollte einfach nur mal sagen, ich habe mich jetzt entschieden, Netflix zu kündigen und bin damit sehr, sehr zufrieden. Und nur mal so als einen dieser ganzen Anbieter da zu nennen, weil ich einfach gemerkt habe, erstens habe ich gerade gar keine Zeit, das zu gucken. Du hast keine Zeit, das ist eine Lüge. Du sagst es. High five. Das war gut. Ja, also ich nehme mir keine Zeit mehr, Netflix anzuschauen. Ich priorisiere meine Zeit gerade anders. Und ich denke, das ist eine für mich mehr wertbringende Priorisierung ist. Und da ich ja gerade auch so meine Priorisierung ist gerade auf Finanzen. Und da habe ich meine große Übersicht, wo geht mein Geld hin? Und da sehe ich, ach, monatlich geht es an Netflix. Okay, was ist das eigentlich genau? Wie funktioniert das? Habe ich das schon mal genutzt? Habe ich es natürlich schon mal genutzt. Ich habe auch alle Dokumentationen, die ich da sehen wollte, auch angeschaut. Aber da ich kein Seriengucker bin oder sonst irgendwas, habe ich jetzt halt für mich realisiert, okay, ich habe jetzt so die wichtigsten Dokus, die ich sehen wollte, gefunden und angeschaut. Und demnach ist für mich jetzt Netflix erstmal abgehakt. Und das Schöne ist ja, es ist ja monatlich kündbar, aber auch eben, du kannst es ja jederzeit wieder starten. Und von daher, wenn ich es wieder brauche, starte ich es wieder. Aber jetzt spare ich mir mein Geld, weil ich es eh nicht nutze. Ja, da vielleicht eine kleine Klarstellung nochmal zum letzten Mal. Der letzte Podcast war über Zuhause üben und wie man Zeiteinteilung macht und Pläne macht. Selbstverständlich sind wir der Meinung, dass wenn man nicht die Zeit zur Übezeit priorisiert, sondern für etwas anderes, ist das völlig in Ordnung. Aber hallo. Das ist überhaupt nicht schlimm, das anders zu priorisieren. Das Wichtige ist nur, wenn man etwas macht, soll man sich bewusst machen, dass man sich es bewusst priorisiert und nicht einfach nur, weil man es machen möchte. Zum Beispiel Netflix. Weil man jeden Abend Netflix guckt, macht man lebensabend Netflix. Wenn das wichtig ist, wenn das Priorität Nummer 1 ist, deine Lieblingsserie zu gucken, ist das völlig in Ordnung für uns. Natürlich, natürlich. Gar keine Frage, ob man jetzt Familie in den Vordergrund stellt oder Arbeit oder Job oder Sport. Alles für euch. Das ist eure subjektive Entscheidung. Wir meinten damit nur, falls ihr eigentlich euch weiterbilden wollt, zum Beispiel im Swingtanzen, und dann sagt, ihr habt keine Zeit, dann überlegt, ob das für euch wirklich das große Warum ist, das große Ziel und die große Priorisierung ist. Ne? Also nicht, dass da sich jemand auf den Schlitz getreten fühlt, weil er anders priorisiert. Wir wollen hier niemanden für seine Priorisierung diskreditieren. Nein, es ist jedem seine persönliche Priorisierung. Und auch nochmal vielleicht, um einen Myth zu basten, ein Mysterium hier bloßzustellen. Ich kann ganz ehrlich sagen, also für mich gesprochen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich persönlich habe jetzt schon eine ganze Weile leider gar nicht mehr trainiert. Also an Tanzen. Was? Ja, obwohl ich ein Tänzer bin und also auch ein Tanzlehrer. Ich habe meine Priorisierung gerade auf einem ganz anderen Thema und da nutze ich ganz viel Zeit gerade, weil es für mich eine Ausbildung ist, in einer anderen Richtung. Und ja, also ist für mich auch völlig in Ordnung, dass ich eben gerade mal nicht tanze. Und wenn ich mir dann wieder Zeit dafür nehme, dann geht es auch wieder voll los. Und oder ja, es reicht gerade für mich auch, dass ich eben ab und zu mal ein bisschen was mache. Und für mich ist auch schon jetzt seit längerer Zeit, dass ich ja bei der Vorbereitung der Kurse auch mich damit befasse und auch nochmal analysiere und es eben auch eine Art des Lernens ist. Das ist ja das Schöne dabei, sobald man was unterrichtet, lernt man dabei auch. Und von daher ist es auch eine gute Art, das zu machen. Das heißt auch für dich als Appell, wenn du das mal machen möchtest, bring irgendjemand irgendwas von deiner Sache bei, die du verstehen möchtest, und schon verstehst du sie besser. Nicht hundertprozentig vielleicht, aber du verstehst schon mal ein bisschen mehr, weil du dir einfach andere Gedanken machst, wie du das jetzt so erklärst, dass es auch ein anderer versteht. Und das geht eben auch fürs Tanzen, aber es muss nicht so sein, dass du jetzt dir das fürs Tanzen auf den Hut schreibst. Du kannst es auch machen wie spüle ich mit der Hand am besten oder so, keine Ahnung. Ich möchte auch einen Myth basten. Oh ja.
Falls ihr uns da draußen nicht kennt, Boris und ich gehören nicht zur Tanzelite Deutschlands. Was? Wie kannst du das sagen? Das also, ist ja persönlich angegriffen. Wenn wir hier reden, ne, wir sind halt quasi der Dude von nebenan, ja, der vielleicht nebenbei ein bisschen länger tanzt und ja, Tanzunterricht macht. Vielleicht auf einem Niveau, was halt schön ist, und wir machen uns viele Gedanken. Uns und so, ja, da auf diesem Niveau wollen wir euch unsere Mitteilung machen. Wir sind halt nicht hier Top of the Notch Gewinner von jedwedem Mix and Match und Wettbewerb oder sonst irgendetwas. Wir wollen nicht sagen, dass das nicht schon passiert ist, ne, Boris, aber, ja, aber wir sind jetzt keine nicht, World Champions und ja, und auch nicht 8 Stunden am Tag Training und dann noch eine Didaktikeinheit hinterher schieben. Das, falls das jemand dachte. So kurz, also in der Mittagspause mal eben einen Podcast aufnehmen. Nee, so ist das nicht. Also ja, sonst würdet ihr uns wahrscheinlich auch schon viel, viel mehr kennen und öfter mal gesehen haben, und die ganzen YouTube-Videos, wo wir tanzen, ihr merkt ja schon, die gibt es nicht. Deswegen, wir sind stinknormal Tänzer, so wie du gefunden und ich. Bitte? Oder sie haben sie noch nicht gefunden. Ja, was es ein Vor- oder Nachteil ist von uns, weiß ich jetzt noch nicht genau. Aber ich meine, ich hatte auch mal Juan, als ich Juan interviewt habe. Ich habe Juan unterrichtet, genau. Ja, als ich ihm mal gezeigt habe, wie es geht, da hat er mir auch gesagt, also es gibt viele Videos von ihm auch auf YouTube, wo er halt einfach nicht stolz drauf ist, die es trotzdem gibt und die halt auch nicht rauskriegt. Das heißt, wenn man halt Videos findet, dann muss es nicht das sein, wo auch dann der Tänzer dahinter steht, aber sind halt eben da. Ja. Und so ist es wahrscheinlich auch mit Videos von uns, falls es die gibt. So ist es. Und wir müssen einfach mal sagen, sondern wir verstellen uns auch eigentlich überhaupt nicht bei den Podcasts. Also wer uns kennt, wir sind eigentlich genauso. Die ein oder andere Sache haben wir vielleicht manchmal sehr spontan formuliert und die ein oder andere Sache, da haben wir uns ein bisschen mehr Gedanken gemacht, aber ansonsten ist das genau das, was wir eigentlich auch der Meinung sind. Und also ja, wir bereiten uns eigentlich hier nur grob für die Themen vor, aber was dann aus dem rauskommt, ist dann ja, also ich habe hier deine Liste gelesen, deiner Vorbereitung. Wenn das die grobe Vorbereitung ist, dann will ich auch nicht wissen, ja, was du sonst machst. Das ist ja der Perfektionismus, leider. Den kriege ich nicht raus. Ja, und zwar wollen wir mal überschwenken zum Main Topic. Nämlich High Five. Boom. Yes. Change Topic. Ja, wir wollen heute euch mal wieder ein Interview ins Ohr bringen. Und zwar ist es jetzt nicht ein reines Interview, wie du es sonst kennst, so ein 10-minütiges Interview, sondern wir haben Aurélien aus Lyon interviewt, und zwar in die Richtung Tanzszene. Wir möchten gerne mal ein paar Szenen vergleichen und fangen jetzt einfach damit an, weil ich gerade in der Zeit, als in Lyon war, stark mit ihm zusammengearbeitet habe, viel Zeit mit ihm verbracht habe, und dann habe ich gedacht, komm, dann nutzen wir die Zeit und nehmen mal ein Interview auf. Wie ist die Tanzszene hier in Lyon? Was können wir mitbringen in die deutschsprachige Region? Was können wir daraus ziehen für Informationen, für positive Ideen und auch Inspirationen, wie jeder von euch eure Szene noch mal ein bisschen voranbringen kann. Oder ihr könnt auch mal gucken, in welchem Stand jetzt diese Szene ist. Ihr seid vielleicht schon 3 Schritte weiter oder eben noch ganz am Anfang und könnt dann eben ein paar Informationen rausziehen, wie ihr einen Schritt weiterkommt. Genau, ja, das ist so eine Austausch-Anregungssache. Und was uns im Vorfeld ganz gut gefallen hat oder was uns aufgefallen ist, ist, dass Lyon von der Größe her sehr gut mit Hannover vergleichbar ist. Das heißt, wir auch schon beim, als wir das Interview durchgearbeitet haben und uns Notizen gemacht haben, wir werden da auch für unsere Szene sehr Fruchtbares rausnehmen können und mal überlegen, wie man das erreichen kann, was man auch machen kann. Und wir hoffen, es ist für euch auch super informativ. Ja. Was nach dem Interview passiert, ihr werdet jetzt gleich das Interview ja eingespielt bekommen. Ja. Und was nach dem Interview passiert, wir werden natürlich nicht das ganze Interview übersetzen. Das ist ein bisschen schwierig. Genau, dauert eine halbe Stunde und nicht nur 10 Minuten, genau. Ja, und wir werden uns Aspekte raussuchen, die wir interessant fanden, nochmal kurz drüber reden, die nochmal klarstellen und die halt so ein bisschen tiefgreifender betrachten und dann auch mal vergleichen, so, ist das bei uns auch so oder wollen wir das gerne oder was könnte man da so rausziehen? Genau, kurz Hintergrundinformation, bevor das Interview startet. Wir waren in einer kleinen Wohnung
Und da hatten wir auch nochmal ein paar Freunde erwartet, die uns dann am Abend noch ein bisschen den Abend versüßen. Und deswegen haben wir leider im Hintergrund ein paar Mal die Türklingel gehört. Und ja, vielleicht hört ihr auch mal so ein bisschen im Hintergrund so ein Baby brabbeln oder was weiß ich was, husten oder so. Das ist eben auch dort gewesen, eine junge Mutter, die eben ihr Baby da betreut hat und eigentlich in einem Nebenraum, aber natürlich musste sie dann durch unseren Raum durchlaufen, um an die Tür zu gehen. Deswegen lasst euch von den Sachen nicht stören. Und ich hoffe, ich habe auch die ganzen Stör- oder die groben Störgeräusche rausgeschnitten, bis ja, so dass es ihr eben besserer Hörgenuss ist für dich. Und ja, wenn da was drin ist, dann ging es einfach nicht anders und lass dich davon nicht stören. Und mit diesen Worten sagen wir ganz viel Spaß und wir hören uns dann nach dem Interview wieder. So, my name is Aurélien Faravelon. I live in Lyon. I'm a full-time dancer. I now specialize in swing dancing. I mostly dance and teach Lindy Hop and Charleston, also the jazz. Although I do a bit of Balboa and blues as well. I'm running my school here in Lyon, and the school is called Shall We Swing? And I'm also part of an association which is called Gonna Swing. And yeah, that's it. Yeah, that's it. That's already a lot, I would That's say. it. Great. Is your main dance scene also Lyon, or are you mainly dancing somewhere else? No, I would definitely say that my main scene is Lyon now. So I've been in Lyon for the last 4 years. I was in Grenoble first. This is my hometown, and this is where I discovered Lindy Hop, and this is where I learned Lindy Hop as well. I used to dance and teach there, but I was it was a side. It was not even a job. It was like side involvement. I was really involved in the scene, but I was not really thinking making a living out of swing dancing. And then I moved to Lyon, and I think the scene was already existing, but it was really small. But I was really lucky because on the year I moved to Lyon, there was another bunch of swing dancers who moved to Lyon as well. So there was a big chunk of people who were willing to make the scene grow and have people to dance with. And I was traveling to teach mostly in Paris or well, some other cities as well. But yeah, I really like getting involved in my local scene, so I stopped traveling for a bit so I could get more involved, and now things are a bit more mixed. So this year, for instance, I'm still teaching a lot here. I'm still running the school, but I'm also teaching a lot outside of Lyon. And also abroad, or So I was in it's still Europe, although the furthest away from France that I have been was what was it? Well, it was still France because it was Réunion Island, but it's really far away. But it's still France. Yeah, nice. But yeah, still abroad as well. Right. Yeah. Cool. So would you say that you are like the main person who grows the scene nowadays, or would you say that you're one part of the scene I growers, would or? definitely say that I'm one part of it, because for me, well, I started to teach here. I started teaching here because I wanted to have people to dance with, but my goal right from the start was to have a team to work with. And I think it's very important because I did not want to be in the situation where I was the most experienced person and there was no one to of the same level or no one who was better than I am, because I wanted to have people who could inspire me as well. So it was, yeah, for me it was really important right from the start to have a team, and I feel really lucky because, as I said, there were people from outside who were actually already dancing. And we are still working together, and also there are new people who learn dancing in Lyon, but they got hooked up quite quickly. So they have attended workshops, and I mean they trained a lot, so they became good dancers. And I think I really like the trend now because
I think that there are a lot of different dancers, so there are different styles and there are different voices. And to me, it's very important because obviously I bring something because of my dance background and because of what I like, but it's not everybody's tastes. And I think it's important to have very different voices and ways of explaining. So, well, long story short, I would say I'm just a part of it. Nice. Okay. And when you are also, or when you're teaching in Lyon, mm-hmm. do you have one certain dance partner, or do you switch dance partners? That's the other side of the coin. So I teach with a bunch of different people, mm-hmm. and it's the case for basically everybody in my team. So we tend to be able to all work together. And once more, it's a lot of work to get the classes prepared, but it's also very rewarding because we all have different approaches to dancing in classes, and it helps to have the ideas like going around instead of just having specific type of teaching or dancing. Mm-hmm. And in general, what would you say? How is it? The teaching wise in Lyon, mm-hmm. are teachers oftentimes switch partners, or do they have their fixed partner? Well, we all have, I'd say we all have one favorite person we like to train with, mm-hmm. and dance with. Mm-hmm. But when it gets to teaching, we are able to teach with pretty much everybody in the team. Yeah. Outside of your team, what is your outside of your team, what is your impression of the other dance schools or teachers? I think it's very different. I would say that there are fixed partnerships or people who choose to teach on their own as well. Okay, yeah. Mm-hmm. All right. So before we get actually to the to the actual scene questions, is there anything, any website or social media where people can follow you or mm-hmm. get more information about you? So there's my Facebook and Instagram profile, mm-hmm. Aurélien Ferravenon. And there are the Facebook pages of the... so from Shall We Swing, it's called Shall We Swing. Mm-hmm. For Gonna Swing, it's called Gonna Swing. Shall We Swing has an Instagram account as well. We have websites. And that's it, I would say. Okay. That's already a lot. It's already a lot of social media management. Yeah, I mean, I had some other interviews where people say we have no social media and we have no website. Check us out on YouTube. That's it. Well, it's also because, you know, back 5 years ago, Lindy Hop was virtually not existing in Lyon. Mm. And we had to be creative about the way of communicating. So social media was a big part of it. Yeah. Okay. And do you have, for your local scene, like for the Lyon mm-hmm. swing dance scene, do you have one platform where everybody puts in? And it's we have a Facebook events? Group. Okay. And we also have... for people outside of Facebook, basically for everybody, we have a collaborative calendar mm-hmm. where you can put your events. Okay, is it like a Google calendar? Or? Yeah. Okay. Yeah. And you have just the Google calendar, or have you also put it onto a website? It's on the Gonna Swing website. Okay. So it's on. Different, well, organizers can choose to have it on their websites, right? And we choose to have it on our websites because we think it's important that people get many ways of dancing. So you can basically have access to the calendar, and you can choose to implement it on your website. Exactly. I see. Okay, nice. Cool. So, still from your personal side, mm-hmm. is there one project or one big project that you currently work on or that you will work on in future? I would say that I'm
really into multitasking. So there are a few projects that I'm working on. So for the next 15 days, I'm working on our international festival, which is called Swing Roar. And it's going to be, in 2 weeks, so from the 21st to the 23rd of February. So there are 12 teachers coming, one Ben from Barcelona, and then I'd say it's like 400 people. Okay. So that's one of the projects. Then we are rehearsing for a show on May 16th. So it's interesting. So it's 7 dancers, 6 musicians, one actress. So that's another big project. And also, we are running monthly events. I know a lot of people do that, but they got quite big lately, so like 200 people or more turning up. It's quite thrilling to have this these deadlines, because now we're like, okay, we did that, and what else are we doing? Now we are trying to make to draw links between the Lindy Hop community and the hip hop scene. In April, instead of having a 1 day event, we'll have a 2 days event with hip hop classes and Lindy Hop classes and soul jazz classes, and we'll have an all style battle at night. Cool. Interesting. And the hip hop dancers coming also from Lyon? Yeah. Okay. Yeah, it's actually a platform, because we want this year I discovered voguing. Voguing? Yeah, it's another type of dancing. Okay. It's dancing which comes from the gay culture. It's from the African Americans and Latinos clubs in the US. Mm-hmm. And so I took classes, I trained, and I really like the style, and there are no voguing scene in Lyon. Mm-hmm. So the idea is to launch a voguing event in May, so we're also raising awareness about voguing. Yeah, nice. Very good. Regarding the whole scene in Lyon, what is your view? What is the approximate number of dancers? I think we're getting close to 2,000. 2,000? I would say so, right. Yes. Okay. That's a lot more than in Hanover. Cool. It's a lot, and it got big quite quickly. Mm-hmm. But one strength of Lyon is that there are so many good musicians. Yeah. And we are really lucky to have a lot of musicians who are interested in playing for dancers. And it's played a very crucial role in launching the scene, I would say. Because at first, it was just like a bunch of dances, and it was mostly Cannes music. But then we got into, so there are musicians, they organize jams at night, and we got into bars where they were playing, and we would push the tables and the chairs, and we would make some room to dance. Yeah. And they were super happy about that, and they were like really interested in what we were doing, and we were obviously really interested in what they were doing as well. And then we met bands and like Jukil, and we decided to do something together, and that's how the scene got big. Cool. It was because it was not only dancing, but it was also the music. And yeah, we really have to thank the musicians for all the hard work that they did. I think it's also really, you have to appreciate the musicians, because it's so crucial. Exactly. Without them, it would just be all the time the same music. And exactly. And I really feel that they put a lot of effort into understanding the swing style and trying to actually implement it, and understanding what dancers need. And cool. What do you think, in which time did the scene grow so much, so big? I think it was really quick, because I would say that on the first year I had like 30 students, on the second year I had like maybe 200. Okay. So it was like, okay. Yeah, it got fast, yeah, yeah, it was just super fast, because you were dancing in public.
Yes, we were dancing in public, and we wanted, I mean, we basically wanted to dance all the time. So we would dance pretty much anywhere we could. And also we organized outdoor dances during summer. Mm-hmm. And it got really successful, and there were like so many people turning up. So it was really good, because it was a lot of people turning up and getting really interested, and the vibe was really nice as well. So I think got people hooked for that. Nice. Yeah. What is the current age average at the moment in this scene? I would say it's a very young scene. Mm-hmm. It's like around 25, I'd say. Okay. Let's say between 25 and 30. Okay. But I'm starting to feel old now. And which kind of swing dance is the most popular one? Lindy Hop, definitely. Right. Although there's a big trend of shag. Mm-hmm. We have a couple. They are super nice people, and they are super good, and they actually built a community. Like, there are people, like, we have 6 week sessions of shag classes. Yeah. And when people cannot register for these for their current classes, mm-hmm. They train at home and they organize own buddies. So they are really into it. Cool. And they are also in your team. Cool. What do you think is the percentage of dancers from Lyon which travel to workshops outside of Lyon, mm-hmm. and exchanges? I don't know the exact percentage. I have the feeling that it's getting more and more. Yeah. Because I feel that at first people would stay here, and we worked a lot to bring in international people. Mm. So we've basically had all the big names of the moment. So people got to experience other styles of teaching and more professional teachers. Mm-hmm. But I would say it's getting more and more. Like, I'm thinking about Lindy Shock this year, for instance. We were quite a lot, so yeah, I think that now people are like, and yeah, I can definitely tell that in my classes, people are, even beginners, they really want to travel. So already I would not have a figure to give you, but sure. I feel it's getting there. Cool, very cool. Yeah, so regarding, I mean, you travel also a lot, mm-hmm. and you have a feeling of the different levels of, let's say, Lindy Hop. Yeah. What do you think is the most common level in Lyon for international level? Well, I think that Lindy Shock is a very good scale for that. Yeah. And I was really happy this year that we had quite a big chunk of dancers who got into the more advanced levels. Nice. Mm-hmm. And it's quite, yeah, it got there quite fast. Mm-hmm. And I can definitely think of people who were beginners like a year ago and now are considered advanced dancers because they dance so much. Okay. And they train really hard. Cool. So I would say we are like in an intermediate level scene, mm-hmm. but the level is getting better and better. And regarding training, you mean they are rehearsing for shows, or are they just doing the stuff that you learn in class? Mm. If I think from my school perspective, so we have classes, and our classes are usually are an hour long, and then there are 15 minutes of practice. So it's basically dancing what you've just learned in class. Then we usually have, like, every now and then, group projects. For instance, it can be learning something to perform it at a party we're organizing. Mm-hmm. Last year, we were thinking about having a school show, but then, I don't know, I think that it can be really cheesy and a bit boring. And so I was like, what can we make that could be interesting? Mm-hmm. And we decided that we would make a video clip. Okay. So we had 3 days of shooting the clip,
and rehearsing the dancing and stuff like that. Mm-hmm. And for the first year as well, last year, we decided to go to the to Sabre Cup to do the Team City Battle. Yeah. And so, well, mm-hmm. it's a lot of projects where people can dance and train and have goals and, yeah, want to get better. And for instance, this year we had, I really wanted to have a team, and I think that I put a lot of efforts on the into beginners. Yeah. And I feel that now the level is getting better, and we want to push advanced dancers. So I was like, okay, I'm gonna build an advanced team. And I was like, well, I'm just gonna throw the idea here and see if anybody responds. And actually it was like 20 people coming up, so I was super happy with that. And they are super motivated and so full of ideas, so it's super great. It's like I said for the team, I always wanted to build a big group, also because I was always thinking that one day maybe I will do something else one day. Mm-hmm. And I don't want the thing to die because I'm leaving. So yeah. Okay. Very good. Nice. What is the so talking about the parties here in mm-hmm. Lyon, can you tell me a little bit, like, are they mostly with live bands or DJ? How big are they? How are the locations? Mm. All this stuff. So we only organize parties with live bands. Okay. They are short DJ sets, but it's mostly live music, and it's now it's in quite big venues, and it can be very different parties, but still it's like, for instance, tomorrow we have a party on a boat, and usually it's like 100 people. Mm-hmm. But the week after we have a party in a bigger venue, it's like 500 people, so it's very different. But so it's live music, and there are parties like every week at least, so you can, I would say that you can dance to your live band at least once a week. Okay. And per week there's at least one party? Yeah. Okay. Yeah. And there are also, is it like every like Friday, Saturday, Sunday a party? No, it's for instance next week it's Wednesday, Friday, Sunday. Okay. And it's always live music. Yeah. Okay. And is it also the case that at one evening there are several parties at the same time? We try not to. Yeah. And for now we've always succeeded. Okay. Nice. You said you also bring international teachers mm-hmm. or dancers here. Yeah. So you also organize workshops for the scene. Like also outside of your dance team, how many workshops are there per year? Well, we've had this year, I think it's six workshops. Yeah, because there was one in blues. Mm-hmm. The others are either in mini hop or solo jazz. Okay. And there's one in shag and belbo as well. So yeah. So every 2 months. Yeah, basically every 2 months. Mm-hmm. Yeah. Okay. Cool. yeah, I think we shall come to an end. There are some more questions, but we shall, come to an end. And I would like to acknowledge you first for all that you do for the scene. I know you also a little bit, and I know that you from your person, you are able to spread your joy about dancing to others, and also what you're saying about giving people or dancers like a goal to work to, that also improves the dancing, and also the collaboration from the scene itself. That is very, very nice to hear that this scene has such a
positive vibe, and also people like you who are appreciating that and also like pushing it, and not like when somebody is coming up and say, I want to do that, and no, let's do it. We do it. We have experience. Now that you have the willing and the empowerment for people to raise their own scene and to be their scene, mm-hmm. not like, yeah, you are part of the scene, but take it small. Yeah. No, you're raising all that stuff, and all the scene seems to be, a big chunk and a big family, like it feels like the scene is very big, and it's also like growing more and more, and it has an own life, but you have mm-hmm. Definitely a big part of that. It's very, very nice. Thank you. So I want to appreciate the person that you are and what you bring in the scene and what you do for the scene. Thank you. And also not only in Lyon but for the linear world. Yeah. Thank you. Is there anything that you want our listeners from the podcast to know, or anything that we didn't talk about that you want to say? Come to Lyon. Come to Lyon. No, that's another thing. Like, it's, as you said, it's that's the thing about Lindy Hop. Like, it's a local community, and I think I think it's very important to that dancers understand that they have to get involved in the local scene. And I know I do that myself sometimes. It's always easy to complain and be like, oh, I wish there were this and this, and I would like practices, and I would like this and this. And I mean, no one's gonna make it for you. So that would be my first thing. Get involved into your scene. And sometimes it's like, it's not that the organizers do not want to make things happen, it's just that they maybe they did not think about it. So if you like talk about your projects, I think it's always a good thing. And it's a worldwide community, so come to Lyon. It's a very nice city. I like it. That's so valuable. because it's, you know, this podcast is not for the Hanoverian scene, it's for the German speaking scene, and so take this home with you, dear listener. Do something and go to the organizers and tell them your idea. Yeah. It could grow something really big or nice out of it. Exactly. It doesn't have to be big, but it can be a nice little thing, and like it could be like a small gadget or like a little poster on the wall, something, and it could be nice for the scene. Yeah. Very nice. So the last three questions we want to ask for every interview partner. First one would be, why do you dance swing? Because I love the music. Right, that's short and easy. Yeah. what should every swing dancer know? History, I would say. Definitely. And it's a lot of research, and it's a very, I think, valuable and nice research to do. We dance a dance which has a history, and I think we are missing the whole point if we ignore it. Amen. how would the world look like if everybody would be a swing dancer? I think it depends on the type of swing dancers. Yeah. Let's say we are all social dancers, and the world would be better. Nice. Thank you very much for the interview and for your time. You're more than welcome. Ja, willkommen zurück. Hier sind wir wieder. Wir hoffen, das Interview hat euch oder hat dir gefallen. Es war auch hoffentlich verständlich. Wir werden noch mal auf ein paar Sachen eingehen, weil vielleicht die französisch-englische Akzent dann doch ein bisschen schwer zu verstehen war. Wollen wir mal kurz durchgehen? Also erstmal, dass ihr es verstanden habt, ne? Aurelien hieß er. Er hat eine Schule in Lyon und ist auch Szene
ja, Leader klingt immer so komisch, wenn man Szene-Leader ist, aber ist eine treibende Kraft in der Szene dort. Es gibt einen Verein und die Tanzschule heißt Shall We Swing und der Verein ist Gonna Swing. Gonna Swing, genau. Ich weiß auch nicht, ob die das falsch geschrieben haben einfach, weil eigentlich wird Gonna ja mit Doppel-N geschrieben, aber es wird... Vielleicht auch ein Ort. Ich habe das jedenfalls mal versucht, ob es vielleicht ein französisches Wort ist, aber ist es nicht. Von daher, keine Ahnung. Er hat ja gesagt, es wird Gonna Swing ausgesprochen, deswegen nehme ich auch einfach an, es ist so wie Shall We Swing im gleichen Sinne. Ja, aber das ist jedenfalls der Verein und die Tanzschule. Und ja, er hat ja jetzt auch gesagt, dass er in Grenoble gestartet hat zu tanzen und ist dann, so wie ich jetzt noch in Erinnerung habe, seit 4 Jahren in Lyon basiert. Ja, angesiedelt und hat dort eben die Szene groß aufgebaut. Und ja, wir sind eigentlich ziemlich überrascht oder beeindruckt, wie schnell er diese Szene so groß gemacht hat. Weil er hat ja gemeint, es sind jetzt zurzeit circa 2000 Tänzer aktiv und die hat er jetzt in 4 Jahren aufgebaut. Das hat zumindest Hannover, wo es ja vergleichbar groß ist von der Anzahl der dort wohnenden Menschen, genauso groß ist, hat es nicht geschafft. Vielleicht hat es deine Szene bei dir geschafft, aber wir sind, wo sind wir denn jetzt ungefähr? Bei 300, 400? Keine Ahnung. Es ist halt die Frage, ne? Diese Dunkelziffer ist halt riesengroß. Ja. Ne? Also, aber das ist wirklich krass. Ne? Also in 4 Jahren, also natürlich, man muss dazu natürlich immer jegliche Möglichkeit ja benennen, aber es ist ja wahrscheinlich so, es gab schon immer irgendwelche Swing-Tänzer, ganz klar, aber auch in Hannover gab es schon seit zig Jahren Swing-Tänzer, aber es gibt halt so einen Zeitpunkt, den man nennen kann, wo dann das in die Tanzschulen kam, wo es die ersten Kurse gab, wo es hier tanzen konnte, wo es die ersten großen Partys gab. Und das ist bei ihm halt seit 4 Jahren und bis jetzt halt 2000 Tänzer. Das ist eine stolze Szene. Das ist wirklich eine Szene. Natürlich muss man sehen, wir wissen jetzt nicht, ich war da noch gar nicht, Boris war da nur ein paar Wochen. Das heißt nicht, dass du da jetzt jeden Tag tanzen warst. Also man kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich 2000 aktive Tänzer sind, die überall hingehen. Mhm. Aber das ist schon, es ist eine Hausnummer einfach. Es ist einfach eine Hausnummer. Ja. Ja, richtig geil. Und er sagt ja auch, dass die Szene im Durchschnitt sehr, sehr jung ist. Das fand ich auch sehr schön, dass sie im Durchschnitt 25 Jahre ist oder ja, so 25 bis 30. Und ja, dann gehören jetzt wir auch schon zum alten Eisen. Also mussten wir mal angucken, ne? Wenn wir jetzt da tanzen würden. Und ja, also unsere Szene ist, glaube ich, im Durchschnitt, naja, nicht deutlich älter, aber im Durchschnitt älter als 25. Ja, würde ich schon sagen. Ja, kann man so pauschal sagen, ja. Wichtig fand ich natürlich, dass wie heißt das? Viewpoint, Stand of View? Gesichtspunkt, Standpunkt. Standpunkt, oh Gott. Oder sein Blickwinkel. Ja, das passt, glaube ich, am besten. Dass sein Blickwinkel natürlich durch die Brille von jemandem zu sehen ist, der eine Tanzschule aufgebaut hat, um natürlich davon auch zu leben. Ne, das muss man halt immer sehen. Das heißt, wenn er jetzt sagt, dass es ganz wichtig ist, in seiner eigenen Szene zu tanzen und dass er ein Team aufbauen wollte, ist das natürlich für dieses Ziel wichtig. Ne? Also nicht, dass wenn du jetzt Angst hast, so ich möchte eine Swing-Tanz-Szene aufbauen und es gibt noch nichts, ich brauche ein Team und muss eine Tanzschule machen, so ist das natürlich nicht zu sehen. Aber es ist halt schon schön, dass sein Hauptgrund war, so ein Team zu finden, mit wem er arbeiten kann und damit sozusagen in seinem Rahmen die Szene zu formen. Ja. Finde ich auch, also ein schönes Warum, fand ich das. Nicht, um jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Business aus Lindy Hop und verdiene mit Fettkohle, sondern er hat es ja aus, also ich meine, ich glaube, ich würde es mal pauschal sagen, 90% aller Swing-Tanzlehrer fangen an zu unterrichten, weil sie eben mehr Menschen zu tanzen haben möchten. Das stimmt, natürlich auch seine Idee gewesen, aber er hatte immer halt die Idee, dass er halt ein kleines Team um sich herum hat, wo eben auch sehr gute Tänzer da sind, die ihn inspirieren. Und er wollte nie der beste Tänzer sein in der Szene, weil er dann halt immer das Problem hat, dass er halt niemanden hat, der ihn inspiriert und immer selber derjenige ist, der da irgendwie inspirieren muss und halt eben tanztechnisch sich nicht so extrem schnell weiter verbessern kann, weil er halt eben sich sozusagen nach unten anpassen muss. Und deswegen finde ich es schön, dass er diesen Blick hat, Point of View hat, dass eben sehr
zurückhaltend da ein Szeneleader ist. Also ein sehr aktiver, aber ein sehr nicht auf sich fokussierter. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja, ne, also so tänzerisch fokussiert, weil das ist halt was, Ja. also ich sehe als Problem oder als Herausforderung gesehen kann, wenn man eine Szene bildet und vielleicht auch eine treibende Kraft in einer Szene ist. Und zur Szene zählen wir sowas wie Organisation von Events oder Zusammenkünfte oder Terminabsprachen oder so. Und wenn man dann gleichzeitig auch noch sozusagen ein tänzerischer Leader ist, vielleicht auch noch vielleicht der am weitesten Fortgeschrittene oder der sich am weitesten Weiterbildende oder die Weiterbildende. Und wenn das alles zusammen auf eine Person fällt, ist das natürlich auch eine große, große Herausforderung. Und das geht halt bis zu einem gewissen Maße gut. Voll, das geht, das machen ja quasi, so entstehen ja quasi alle Szenen, ne, dass halt die, die sehr lange dabei sind, mehr wollen und dann organisieren. Aber sobald es wächst, wird es natürlich schwierig, dass wenn man alle in Anführungsstrichen Positionen oder alle ja, Sachen in sich selbst vereint. Ja, genau. Ja? Und das Das fand ist ich da auch halt. eine sehr schöne Herangehensweise, um da vielleicht Ja. auch nicht auszubrennen oder demotiviert zu werden, sondern okay, ich kümmere mich so um die Organisation, ich baue hier das auf, das ist so mein Ziel und natürlich möchte ich tänzerisch mich irgendwie weiterbilden, aber ich habe jetzt nicht die Ambitionen, jetzt auch noch hier der beste Tänzer zu werden oder Ja, die genau. beste Tänzerin und so. Und das finde ich eine schöne Herangehensweise. Ja, ich finde es auch schön, dass er gesagt hat, dass er eben jetzt zwar auf Workshops und so weiter fährt und dort unterrichtet, aber ihm ist es halt wichtig, dass er in seiner eigenen Home-Scene sozusagen präsent ist und tanzt und das einfach genießt und er sie aufbaut, um die Szene auch zu genießen. Weil es gibt eben auch andere Herangehensweisen, wo man eben seine Szene nutzt, um zu wachsen, um dann aber eigentlich woanders zu scheinen Ja, sozusagen und ja, nicht in ja. der eigenen Szene, dass man eben das als Sprungbrett nutzt, um ja, sozusagen Szene-Hopping macht, dass man dann immer sich das Beste rausnimmt aus der Szene und dann weitergeht. So kann man das auch machen, aber er ist eben so jemand, der sagt, nein, ich baue die Szene hier auf, um hier zu sein und deswegen bin ich präsent, deswegen mache ich ganz viel für die Szene. Und was ich auch schön fand, wo er später gesagt hat, dass er andere Leute daran teilhaben lässt, die Szene zu erweitern. Also er sagt jetzt nicht hier, ich bin jetzt der Big Boss und ich sag dir, wie es geht, sondern sobald jemand eine Idee hat und sagt, hey, wir könnten aber das und das machen, dann sagt er auch gemeint, ja, vielleicht habe ich da gar nicht dran gedacht und deswegen bringt gerne, gerne diese Ideen an uns oder setzt sie einfach selber um, weil es kann der Szene eigentlich nur helfen. Und das habe ich auch nochmal in dem Interview gesagt, dass das hoffentlich auch ein gutes Takeaway für dich ist als Zuhörer, dass du das mitnimmst, dass du selber ja, auch den Mut hast, aber auch das Engagement hast, einfach mal drüber nachzudenken, was fehlt meiner Szene, was hätte ich ganz gerne noch in der Szene. Und entweder fragst du jemand anderen, ob er dir hilft, das umzusetzen, oder du sagst einfach, hey, das mache ich jetzt einfach mal. Ja, und das ist halt auch, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also wieder mal so ein, nicht Myth-Busten, aber so eine Information über Boris und mich. Wir sind auch sozusagen in der Szene durchaus gut präsent und sind oder waren auch welche, die viele, viele Veranstaltungen organisiert haben oder viele Events organisiert haben, geplant haben und alles Mögliche. Und eine Sache, die auch schwierig war für uns umzusetzen, ist, dass es kamen dann Leute an uns heran und haben gesagt, es wäre doch schön, wenn wir noch ein Social Event die Woche hätten. Und irgendwann ist halt ja auch eine Grenze erreicht, wir können halt nicht noch ein Social Event anbieten. Und da ist es halt super schön, wenn man dann einfach den Mut hat, so, ich möchte noch ein Social Event haben. Gut, ich versuche das mal zu organisieren. Genau, Ich ja. schließe mich kurz in der Szene, frage ich mal rum, ob ich da irgendwie in Konkurrenz zu irgendwem trete oder ob das okay ist, ob es Hilfe gibt. Und dann kann ich das auch machen. Und das hat sich jetzt auch entwickelt in Hannover. Die Ja. Szene hat sich viel breiter aufgestellt. Das finde ich super entspannt für einen selbst auch. Ja. Und es ist auch mittlerweile auch wirklich so, das wäre doch cool, wenn das mal passieren könnte. Also versuche ich das mal zu organisieren. Und das ist wirklich für jede Szene ganz, ganz gesund. Und finde ich auch ganz wichtig, dass sich eine Szene bildet und nicht nur so eine Konsumentenhaltung entwickelt, sondern dass man halt, man hätte das gerne in seiner Szene, in seinem Ort, wäre es doch cool, wenn das wäre. Okay, wie kann ich dafür sorgen, dass das klappt? Wie kann ich mich einbringen, ne? Und dann wächst das Ganze. Und das finde ich eine super Herangehensweise, ne? Und sollte man auch in den Szenen versuchen zu machen. Ja, und auch vor allem auch
unterstützen und nicht zu Ja, sagen, richtig. nee, das ist eine doofe Idee oder habe ich schon versucht, funktioniert nicht oder irgend solche Killerphrasen. Versucht das wegzulassen. Also ihr könnt natürlich gerne unterstützen und sagen, ich habe es versucht, bei mir ging das und das und das schief. Achte darauf, wenn du es machst. Ja. Aber nicht so, nee, das funktioniert bei uns sowieso nicht, das bitte nicht. Sobald es die Szene voranbringt, gerne unterstützen. Sobald ihr aber sagt, naja, das ist jetzt, das bringt die Szene nicht voran oder sowas, oder das ist nur so ein Add-on oder das ist nur keine Ahnung was, dann kann man darüber sprechen. Aber jede Idee hat seine oder ihre Berechtigkeit Ja, voll. oder Berechtigung. Und jeder sollte es mal ausprobieren. Und vielleicht ist ja auch eine Sache, die jetzt seit 10 Jahren nicht funktioniert. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt. Vielleicht ist es Richtig. genau jetzt, sozusagen auch vielleicht jetzt durch die Corona-Phase oder einfach 10 Jahre später ist die Entwicklung der Tänzer oder der Stadt oder was auch immer so weit, dass es jetzt funktioniert. Und einfach mal machen. Und ich habe auch Ja. schon hab auch gemeint hier, es kann ja, muss ja keine große Sache sein. Es muss ja kein Event sein oder sonst irgendwas. Manchmal ist es auch sowas wie zum Üben. Beispiel die Gemeinsames Üben. Lindy-Hop-Etikette. Ja, Ja, oder oder gemeinsames die Üben. Ja, Lindy-Hop-Etikette, einfach Etikette noch. so ein Bild oder ein Sticker oder irgendein Flyer, was einfach mega was bringt und was für dich, weil du jetzt irgendwie mehr der Designer bist oder sowas, mehr bringt als irgendwas Tänzerisches. Du musst jetzt keine Choreografie oder irgendwas Tolles machen, sondern es reicht halt, dass du für deine Fachkompetenz irgendeine Idee hast. Meistens hat man sowieso seine Gedanken darum, was die eigene Fachkompetenz ist. Und dann einfach gucken, was kann ich zur Szene beitragen und worauf habe ich Bock. Es muss ja nicht sein, dass du nur was machen musst, weil du jetzt mal was machen musst. Das ist natürlich nicht der Fall. Jedem steht es frei, etwas zu machen oder auch nicht zu Richtig. machen. Nur Nutznießer zu sein, auch sehr gerne. Aber wenn du eine Idee hast, raus damit. Und es kann auch sein, dass du sagst, ja, ich würde gerne so ein Each One Teach One irgendwo haben, aber ich habe keine Kompetenz oder auch ich nehme mir nicht die Zeit, die Priorität, das selber zu machen. Aber ich fände es cool, wenn es jemand von euch machen würde, einfach mal in die Runde gesprochen oder sowas und hat jemand Bock, das zu übernehmen? Ich würde gerne kommen und damit daran teilnehmen, aber ich will es nicht organisieren. Was haltet ihr davon? Würdet ihr das überhaupt interessant finden? Ja, nein. Und falls ja, ich fände es cool, ich wäre dabei, aber organisieren möchte ich es nicht. So kann man es ja Ja. einfach mal in den Raum schmeißen. Ja, voll. Also Yes. das ist halt das Wichtige und das ist halt die Szene dann, ne? Das ist halt nicht ein Anbieter und alle sind Konsumenten, sondern das ist dann die Szene, man gestaltet zusammen, man wächst. Eine schöne Sache, die du auch ansprechen wolltest, die ich auch sprechen möchte, weil wir in Hannover irgendwie es nicht geschafft haben, das immer noch nicht geschafft haben, so zu machen, dass viele glücklich werden. Es gibt in der Szene ein Die haben jetzt einen Google-Kalender, aber es muss ja nicht Google sein, es gibt ja Kalender, aber es gibt ein Absprachemedium, wo jeder Zugriff drauf hat. Das heißt, hier wird eine Party eingetragen, da wird ein Come-Together eingetragen, da wird ein Grillabend eingetragen oder sonst irgendetwas. Und das ist einfach so, wo möchte ich hin, wo kann ich hin, diese Terminabsprache. Wir haben sowas in Hannover auch. An vielen Stellen, aber irgendwie läuft es nicht rund. Einige tragen es nicht ein, einige machen dies nicht. Und das bringt natürlich ganz, 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 ganz viel, die Szene einfach am Laufenden zu halten. Wo ist man, wo kann man hin? Und meiner Meinung nach ist das eines der wichtigsten Sachen, die man halt braucht in einer Szene, um eine Szene am Laufen zu halten. So ein Absprachemedium, wo sind überhaupt die Termine? Ja, Ne? und ja, einfach auch dann die Möglichkeit zu haben, dass man im Vorfeld Termine plant, die halt nicht schon verplant sind. Dass eben keine Doppelveranstaltungen passieren, dass einfach diese Missverständnisse im Vorfeld aus dem Weg geräumt werden können. Und ich fand es halt ganz schön, dass das in Lyon eben mit dieser Lösung gemacht wird, dass jeder da was eintragen kann und es auch jeder auf seiner Homepage veröffentlichen kann. Einfach so. Das fand ich eine sehr unkomplizierte Lösung und eine sehr faire Lösung und sehr easy to do. Jeder, oder naja, jeder, der zumindest ein bisschen mit Google Erfahrung hat, kann das sehr einfach bedienen. Und das fand ich eine ganz schöne Sache und ja, fand ich wunderbar. Also auch super. Und da ist halt was du gesagt hast, manchmal ist es wichtiger, dass es mal schnell unkompliziert geht und man sich dann vielleicht mal Gedanken macht, was da man besser machen kann, bevor man halt alles durchdenkt einfach, ne? Ja, und wir haben ja nochmal im Gedanken, dass es ja die Szene da auch erst 4 Jahre alt ist. Von daher, dafür ist es perfekt. Natürlich, ab einer gewissen Größe muss man nochmal schauen. Okay, 2000 Tänzer, ja, jetzt wird es schon mal ein bisschen größer. Aber ich glaube, dass, weil ja auch
die Google-Kalender oder die Kalender, die for free angeboten werden, die entwickeln sich ja auch weiter. Es ist jetzt kein starres Ding, was einfach irgendwann so in ein, zwei Jahren so ein altes, starres, blödes Teil ist, was keiner mehr versteht, weil einfach die Entwicklung weitergegangen ist. Nein, das ist ja jetzt eine Cloud-Lösung, die auch weiterentwickelt wird, weil es eben von zig Milliarden Menschen genutzt wird. Ja. Oder Millionen zumindest. Keine Ahnung, wie viel es sind. Ja, fand ich aber echt eine gute Sache und eben nicht irgendwas gekauft ist, was dann irgendwie wieder abgedatet werden muss und sonst irgendwas Kompliziertes. As easy as possible. Ja, dann in Anführungsstrichen erstmal auf dem ersten Sicht das Standardisierte, was es in jeder Szene gibt. Partys, wöchentliche Partys, monatliche Partys. Es gibt einen großen Workshop. Mhm. Ne, mit Swing Roar. Swing Roar. Genau, und mit Battle Night. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein französisches Ding. In vielen französischen Workshops habe ich schon diese was ich Savoy Cup jetzt als ganz großes Ding, die City Battles oder Szene Battles oder Battle oder keine Ahnung. Das wurde gesagt, fand ich super. Und kannst du noch was sagen zu diesem Vogue Dancing? Ja, bevor das ich ganz interessant. Was anderes sagen. Und zwar hat er auch erwähnt, dass jetzt eine Show im Mai geplant wird mit 7 Tänzern, 6 Musikern und einer Schauspielerin. Das war eben auch, da habe ich auch nur gesagt, ah, interessant. Natürlich, weil ich auch deswegen da war. Also ich war auch einer der Tänzer. Deswegen wusste ich natürlich Bescheid, aber um euch nochmal eine Information zu geben, das ist eben ein sehr geiles Projekt, wo eine Band, die Band Dukil, da werden wir mal das verlinken, eine Idee hatte, dass sie eben so eine Show machen also als sich, als Band mit Tänzern, die aber auch gleichzeitig Schauspielern, und dann ist eben zufälligerweise die Frau des Bandleaders ist eine gelernte Schauspielerin, die eben auch Schauspieler ausbildet am französischen Theater oder sowas, keine Ahnung, jedenfalls echt ein Profi, und die hat uns dann halt, wir als Tänzer mussten als Schauspieler, deswegen hat sie uns da auch gebrieft. Und es war auch einer da, der das Stück geschrieben hat, also ein, wie nennt man das, ein Schreiber, ja. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ja, der Autor, oder ein Autor halt, das ist, nennt man Autor dann auch, ja, ja. Und der war eben auch dort, der hat mir sogar eine deutsche Rolle aufgeschrieben, das fand ich sehr, sehr nett von ihm, weil er auch ein bisschen Deutsch konnte. Und dann haben wir einfach, ja, in der Zeit, wo ich da war, nicht nur Tanzen geübt und die Choreos gelernt, sondern wir hatten auch Schauspielern gelernt, und das war eine coole Sache. Und am Ende der 2 Wochen, wo ich dann am Stück da war, haben wir so die erste Testphase gemacht. Also 2 Auftritte haben wir hintereinander gemacht, direkt in einem kleinen Theater dort in der Nähe von Lyon, in Charlie. Jetzt, wo ich Charlie Tone auf Facebook heiße, war das ganz nice. Und jedenfalls war das also ein geiler Erfolg. Es hat mega Spaß gemacht. Und jetzt sollte sie halt im Mai stattfinden, die große Show. Aber da ist uns leider ein kleines Virus dazwischen gekommen. Deswegen ist es jetzt erstmal verschoben, ein Jahr später. Aber da habe ich jetzt erstmal gesagt, da bin ich wahrscheinlich raus, weil ich jetzt halt dieses Jahr Zeit gehabt hätte, aber im nächsten Jahr sieht die ganze Sache anders aus. Deswegen, keine Ahnung, ob das wirklich alles so stattfindet, wie es geplant war, aber ich bin höchstwahrscheinlich jetzt aus dem großen Ding, wo auch Fernsehen und so weiter dabei gewesen wäre, wahrscheinlich zeitlich nicht mehr dabei. Aber gut, das nur als kleine Information dazu. Das weiß man ja noch nicht, vielleicht passiert es ja noch. Vielleicht passiert noch was, ja. Ja, und dann dieses Vogue-Dancing oder Voging. Voging fand ich auch eine neue Tanzart für mich. Aber ich habe mir ein paar Videos auch mal angeschaut, und es ist auf jeden Fall eine krasse Tanzart. Also ich habe schon auf jeden Fall ihn und auch einen anderen Tänzer, der in der Gruppe war, mit der wir beim Savoy Cup angetreten sind, habe ich schon mal solche Movements gesehen, wie das aussieht. Aber ich habe das nicht mit Voging in Verbindung gebracht. Und ich glaube so, dass, also es kommt aus der schwulen Szene, und ich glaube, das ist auch vor allem von Madonna, von dem Song Vogue, auch gerade da nochmal in die Medien gekommen ist, oder vielleicht auch hat sie das sehr in den Mainstream gebracht vielleicht. Ja, aber auch ein bisschen gebrandet von den Movements her, weil es halt sehr, sehr klare und lineare Movements sind mit den Händen und so. Und das hat, ich habe mal abgesehen, es gibt einen deutschen Reportage aus RTL oder sowas, werden wir auch verlinken, wo das kurz erklärt wird, und da wird auch einer begleitet, der da eben bei so einem Battle mitmacht. Und ja, fand ich auf jeden Fall nice. Wir haben Aurelia auch gefragt, ob er uns eines seiner Favorite Voging-Videos
mal einen Link schickt. Das wird er hoffentlich gemacht haben bis jetzt. Wir werden ihn, jetzt heute haben wir es noch nicht bei der Aufnahme, aber wir werden das hoffentlich in den Shownotes verlinken. Dann siehst du auch mal ein, zwei Videos, was Voging ist, wie es aussieht und was da so passiert. Also was ich sehr prägnant fand, ist, dass man, dass die sich eben, wenn so ein Hit in der Musik passiert, dass sie sich irgendwie dauernd auf den Boden fallen lassen. Und ich habe das so verstanden, dass es so für die was ist, wie für uns der Swing Out. Okay. Aber ich verstehe halt noch nicht ganz diesen Sinn dahinter, ehrlich gesagt. Also es ist so ein flashiger Move, aber da ihn jeder macht, zu ungefähr jedem Hit, dachte ich mir, naja, so besonders kann es auch nicht sein, aber jedes Mal rasten Leute aus, wenn sie sehen, yay! Yeah! Der Swing Out. Ja. Also ist lese ich daraus, Boris, demnächst wir zwei Voging Workshop in Hannover. Okay. Ich glaube, ich kann meine Hände nicht so elegant bewegen, wie die das können. Aber du hast ja noch einen anderen Tanz, eine andere Tanzart. Ja. Aber ist nochmal ein Nebenprojekt. Aber was ich daran auf jeden Fall interessant war Folgendes: Das ist eine Swing-Tanzszene. Und die wollen jetzt sozusagen dieses Vogue-Dancing, man könnte es ja irgendwie schon irgendwie so zu der Swing-Tanz- oder Jazz-Dance-Family zählen, aber es ist halt quasi ja kein Swing-Paar-Tanz. Nee, also, ich glaube, es ist kein Swing-Tanz. Es ist aber nur eine andere Tanzart. Ich meine Jazz-Dance, das ist ja, also ich bin ja in diesen Kategorien total überfordert. So, ne? Findest du, es ist Jazz-Dance? Also, ja, weiß ich nicht, ich bin da vollkommen überfordert. Nicht. Also ich glaube, es ist einfach nur ein anderer Tanzstil, so wie Ballett oder sonst irgendwas, an der er interessiert ist, und er möchte jetzt, hat einfach nur gesagt, dass er das Voging halt, da es noch keine Szene in Lyon gibt, er möchte es nach Lyon bringen, aber es heißt nicht, dass es ein Swing-Tanz oder ein Jazz-Tanz ist. Genau, deswegen fand ich interessant, dass er das macht. So, okay. Das ist ja völlig aus seinem Paar-Tanz-Ding raus, das ist ja was komplett anders. Ja, dass man dann einfach das sagt, so, okay, ich habe hier meine Szene, das ist so meine Hood, hier fühle ich mich wohl und ich bringe jetzt mal, den Tanz bringe ich jetzt mal nach vorne, finde ich halt auch was super Interessantes. Ja. Weil ja, das ist ja was halt, ich sage mal, von meinem subjektiven Empfindung vielen Szenen oder vielen Tanzszenen schadet, ist, dass man aus seiner kleinen Peer-Group und seiner Bubble wenig rauskommt. Ja. Also man ist in seiner Swing-Tanz-Szene und guckt vielleicht mal rechts und links und dann guckt man aber zum Beispiel, also Standard-Tanz, boah, nee, also da gucke ich da mal gar nicht rein. Aber das ist halt auch persönlichkeitsabhängig, ne? Manche vollkommen sind sehr offen und manche sind, nein, nur der eine Tanz, was anderes gibt es nicht. Ja, vollkommen, aber da finde ich halt, finde ich das ganz gut mit diesem Voging und Vogue-Dancing, da kann man dann ja auch szenenübergreifende Sachen machen. Also ich erinnere nur, in Hannover so wie Hip-Hop gibt und es, Lindy Hop. Ja, ja, oder in Hannover gibt es häufiger zu Maschsee-Zeiten ja auch dieses Tango und Swing an der Löwenbastion. Ja. Ich heiß, Tango und Swing heißt das, glaube ich. Swing. Doch. Tango meets Swing, genau. Ja. Sowas, also das ist ja schon was szenenübergreifendes und das finde ich eine super Idee. Ja, also finde ich auch sehr cool. Also ich finde es auch mit dem Hip-Hop und Lindy-Hop auch sehr, sehr geil, weil es ist einfach, es ist ja, also Solo-Charleston und Hip-Hop, würde ich sagen, passt da besser. Ja. Weil man, es ist ja sozusagen, Hip-Hop hat sich ja daraus entwickelt, was die Solo-Jazz-Leute gemacht haben. Und die haben auch sehr viele Moves da einfach übernommen und einfach an die Musik angepasst. Und auch andere, also so wie Juan Villafane, der ja auch viele Elemente aus dem Hip-Hop übernimmt, jetzt wieder zurück transferiert in den Jazz, weil es einfach total kompatibel ist und halt richtig geile, flashige Moves sind. Und das ist halt geil, wenn man das kann und wenn man das auch körperlich umsetzen dazu kann. In der Lage ist. Ja, ja, also gerade mit dieser Sampling-Technik im Hip-Hop, ne, die meisten Samples sind ja irgendwelche Swing- oder Jazz-Samples, ne? Also da ist es ja, so weit ist der Schritt ja nicht. Nee, ja, genau. Ja, dann zur Szene, ganz viel gesagt schon, ne? Super viele Tänzer, ging alles ganz, ganz schnell, junger Alterdurchschnitt. Und aber eine Sache, mehrfach kam das vor im Interview und mehrfach haben wir es uns markiert, die machen, also habe ich das jetzt wirklich richtig verstanden, dass es nur noch Partys mit Live-Musik gibt? Also die Partys, die er veranstaltet, die gibt es nur noch mit Live-Musik, ja. Es ja, gibt und auch noch andere Veranstalter von Partys und ja, ich bin mir nicht sicher, ob da dann auch nur Live-Partys sind, nur Live-Bands sind. Kann auch sein, dass da mal keine Live-Band ist, aber ja, die sind sehr, sehr verwöhnt und haben auf jeder Party eine Live-Band. Ja, und da haben wir gerade auch im Vorfeld noch so ein bisschen drüber diskutiert. Das ist natürlich der Hammer und das ist das, was ich mir immer wünsche, so auch als Musiker, dass halt die Musikszene, die Swing- oder Jazz-Szene oder sei es überhaupt irgendeine Musikszene,
mit der Tanzszene verschmelzt, weil da, es profitieren einfach alle davon. Ja. Kultureller Austausch und Szeneaustausch ist immer so das Beste, was einem passieren kann. Und das ist so schön, wenn die da regelmäßig Bands haben. Natürlich muss man immer sehen, kann man sich das leisten und dies und das, aber das ist wirklich ein Ziel auch so hier, dass man viel, viel, viel mehr die Musikszene mit der Tanzszene verbinden kann. Und das ist halt natürlich mega geil. Also wenn die da wirklich jede Szene haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn das wirklich regelmäßig passiert, dass dann auch die Bands dazu gewillt sind, dass sie sagen, ja klar, wir nehmen jetzt auch mal weniger Geld, weil wir haben einfach viel mehr Gigs. Easy. Ja, ja, klar. Und natürlich, es hat ja auch so angefangen, hat er ja auch erzählt, dass die einfach zu irgendwelchen Jams, also das heißt, wenn die Band gejammt hat, sind die einfach dazugekommen und haben dann getanzt. Und das hatten die am Anfang halt auch nicht gekannt, aber fand die Band halt richtig geil, das zu sehen. Und das hätten sie ja for free gemacht, so gejammt, ja, ja. Ja. Und wenn dann aber noch zahlende Gäste kommen, mega geil, ja. Ja. Und dann können sie auch geringere Preise nehmen, weil sie hätten jetzt sowieso nicht mit Einnahmen gerechnet, sozusagen, ja. Und das ist halt eine geile Sache. Und wenn die halt dann auch wirklich mehrere Bands haben, die auch dann wirklich auf die Tänzer eingehen und dann verstehen, was die Tänzer wollen und was sie brauchen, was sie, wie auch immer das ja. ist, das ist halt ein geiler Austausch. Und eben auch die andere Sicht, was können die Tänzer noch lernen und auch verstehen, warum die Musiker jetzt so und so spielen und auch dafür offen sind, dass sie vielleicht auch mal einen kurzen Stilwechsel in dem einen Song drin haben und dazu eben ja. noch weiter tanzen, nicht zu sagen, jetzt mal kein Swing mehr, ich höre jetzt auf zu tanzen, sondern dass sie es genießen und auch irgendwas Geiles draus machen. Das ja. finde ich halt eine coole Sache. Ja, und ich bin halt immer Freund davon, als Musiker lernst du da auch so unglaublich viel von. Es ist halt einfach, wenn man Musik spielt, die nur zum Hören gedacht ist, spielt man das ganz anders, als wenn man Musik spielt, die auch zum Tanzen gedacht ist. Mhm. So, und das ist, da kann man, also natürlich Prioritäten, man möchte vielleicht das eine oder das andere priorisieren, aber wenn man beides kann oder auch Tanzmusik zu spielen, ist wirklich nicht leicht. Also ja. gerade so im Swing-Jazz-Bereich, Hammer. Mhm. Und ja, der hat ja auch gesagt, das passiert halt fast jede Woche, ne? Ja, ja, jede Woche. Ja. Fast jede und Woche. Das ist auch geil, wenn dann eben auch die Bandmitglieder anfangen, Swing zu tanzen. Ja, und klar. Da stehen die auch noch besser, was jetzt eigentlich genau gebraucht wird und so weiter. Und das finde ich auch geil. Und, ist ja auch so, dass derzeit mehr und mehr geile Bands entstehen, auch gerade in Frankreich oder halt auch da, wo eben diese Szenen so verwoben sind. Da gibt es richtig, richtig geile Bands für Tänzer, aber auch eben, ja, auch ich glaube auch Bands, die aus Tänzern entstehen. Und das finde ich halt so geil, wenn das passiert. Ja, das ist ja das Beste, ne? Also jeder kennt es, irgendwann hat mal jeder die Traum gehabt, ich mache eine Band und sowas, ne? Das hat jeder irgendwie mal gewollt. Und das Traurige ist immer, wenn man halt keine Auftritte hat, dann entweder verläuft das im Sande oder man macht es nicht. Aber wenn man weiß, ey, wir haben hier, wenn wir wirklich jede Woche eine Party haben, ne, dann sind ja unendlich viele Partys das Jahr. Und da kann man sagen, ey, wir wollen im Mai und im Juni und Juli auftreten, alles klar, wir formen mal eben eine Band. Ja, oder die Tänzer ja. sagen, ja, ich spiele eigentlich hier Gitarre und so. Genau. Ja, ich würde ja auch mal gerne spielen. Ja. Ne, also es befruchtet sich so ungemein. Und das, wenn man das schafft, aus die Tanzszene und die Musik oder die Bandszene zu verweben, das ist schwer, es ist anstrengend, beide müssen so ein bisschen Rücksicht auf sich nehmen und so, aber es befruchtet einen so ungemein. Ja. Und dann ist halt auch, wenn du halt eine Band formiert hast, die halt richtig dann das, also abfeiert, dass die Tänzer da sind und auch wirklich sich dann vielleicht die Songs ein bisschen umschreibt oder sonst was, dann hast du halt auch gleich eine geile Band, die du halt irgendwie halt schon mal da hast, ohne großen Kosten, wenn du mal eine Veranstaltung machst, also eine größere, ein internationales Event, dann hast du schon gleich eine Band da und du weißt, dass sie gut ist, weil sie dich selbst schon zum Tanzen animiert hat, schon 50.000 Mal und du weißt ganz genau, das wird alle Leute, die jetzt in deine Stadt kommen, auch zum Tanzen bringen und dann ist es wieder eine neue Band und nicht immer die gleichen großen, geilen Bands, die sowieso überall spielen, sondern mal was Neues und werden die Leute noch mehr geflasht und ich finde es immer so schön, wenn da mal was Neues ist und Leute finden das richtig hammergeil, weil das bringt auch der Band so viel Ruhm sozusagen auch und so viel Mehrverdienst, wenn die eine CD haben. Ja, oder Leute halt auch einfach eine CD Bock. Haben wollen. Ja. Bock. Einfach Applaus mal geile Stimmung, und Bock, ja. ey. Einen geilen Abend, ey. Das ist so Hammer. Ja. Ja, dann, ja, wie immer, ne, Workshops gibt es und Check-Workshops. Wir haben es schon mehrfach gesagt. Check kommt. Check. Ja, ich habe auch. Also ich habe es jetzt immer wieder gehört. Ich glaube echt, dass Check jetzt eine Menge, also ich meine, es ist ja schon vor 2 Jahren, glaube ich, groß durchgestartet, aber es wird immer und immer größer und mächtiger. Ja. Finde ich sehr, sehr geil.
Ich würde auch sehr gern viel mehr Shaq tanzen, aber meine Prioritäten liegen anders. Und ja, ich finde es geil, genauso wie bei Boa Blues schon großen Wachstum gehabt hat, neben Lindy Hop. Und ich bin auch mal gespannt, ob jetzt vielleicht auch, da wir jetzt wieder die 20s haben, ob vielleicht jetzt auch wieder 20s Partner Charleston eine höhere Chance hat zu wachsen, weil es ist aus meiner Sicht sehr klein noch in der Swing-Tanzwelt, obwohl das ja auch eines der Das woraus das Ganze entstanden ist. Haupt Vortanz Dinger war. Ja, genau. Also. Und da wir jetzt wieder die 20s haben und zumindest der Mainstream wieder ein bisschen mehr Solo-Charleston tanzen möchte, vielleicht aber auch wieder mehr Paartanz. Partner. Und das wäre halt schön zu sehen, auch das mal wieder zu machen. Und hier Robin und Ben waren ja, sind ja auch sehr begeisterte 20s Partner Charleston-Tänzer. Aber auch hier in Hannover haben wir ein tolles Paar. Das ist auch sehr, sehr schön verkörpert. Samson und Peach oder Petra und Sascha, je nachdem, wie man sie bezeichnen möchte. 20spartnercharleston.de, glaube ich, werden wir auch noch verlinken. Sehr, sehr zu empfehlen. Ja, das ist also auch eine Sache, die, glaube ich, noch im Kommen ist. Aber im Moment ist es erstmal Shaq und das freut uns auch sehr. Ja, voll. Check, Yes. check, check. Dann hat er natürlich auch gesagt, ne, wenn man sich einbringen möchte, wenn man die Idee hat, sprecht ihn an, sprecht mit anderen, macht es. Ne, das haben wir schon gesagt. Und natürlich kommt nach Lyon. Ne? Ja, kommt Also, nach wenn ihr Lyon. mal Bock Fand ich habt, nice. kommt vorbei. Also ist ja auch nicht so weit weg von Deutschland, von daher easy. Und ich wollte mal auf die letzten drei Fragen eingehen, die wir auch vorhaben, unseren zukünftigen Interviewpartnern auch zu stellen, ist die erste Frage, warum tanzt du? Und er sagte einfach nur, ja, weil ich die Musik liebe. War Ja, kurz und nicht knapp geil. und ganz klar. Dann, was sollte jeder Swing-Tänzer wissen? Und er, was ich auch sehr cool fand, hat eben den geschichtlichen Hintergrund genannt, also die History. Ja, wo wir auch wieder ein bisschen am Anfang des Podcasts sind. Es Genau, ist einfach ja. wichtig, die Hintergründe zu wissen, warum, was, wie, wo geschehen ist, um überhaupt zu verstehen, wie wir jetzt hierher gekommen sind und wie sich das vielleicht auch weiterentwickeln könnte. Und fand ich also sehr schön, dass er diesen Aspekt auch mit aufgebracht hat. Und dann halt, wie würde die Welt aussehen, wenn jeder Swing-Tänzer wäre, hat er auch nochmal schön gesagt, es kommt auch ganz darauf an, was für eine Art Swing-Tänzer Ja. man ist. Und dann hat er gesagt, ja, wenn aber alle so ganz easy peasy Social Dancer sind, dann wäre es eine wunderschöne Welt. Ach, das ist einfach schön, ne? Das war nice. Ja. Ja, Ein wunder, schöner Abschluss. wunderschön. Ja, also falls du irgendwo mal Aurelien, manchmal versuche es mal gut auszusprechen, Aurelien Faravillon, wenn ihr den irgendwo mal seht und kennenlernen könnt, geht auf jeden Fall mal gerne hin. Ich habe jetzt gesehen, es war auch ein Workshop geplant, jetzt wurde da auch abgesagt, aber es war einer geplant mit Tatjana Udry in Ah, Wiesbaden. Fand ich okay. sehr nice. Wer Tatjana nicht kennt, ja, auf jeden Fall auch mal Auschecken, auschecken. sofort. Und ja, fand ich sehr nice, dass die beiden jetzt auch zusammenarbeiten. Und ja, ansonsten gibt es auch auf YouTube Videos und auch er tanzt mit Lore zusammen. Also Aurelier und Lore ist auch eine Sache, die ihr mal YouTuben könnt. Sehr, sehr schöne Sachen. Und sie arbeitet auch bei ihm halt in der Tanzschule. Schule, Tanzschule und ist auch so, glaube ich, seine Haupttanzpartnerin. Ja, sehr, sehr nice. Wenn du jetzt da gehört hast, so, oh, in Lyon ist das ganz interessant. Wir haben aber auch was ganz Interessantes bei uns in der Szene oder unsere Szene ist ganz klein und wir würden mal über unsere ganz kleine Szene berichten oder irgendetwas. Schreibt uns einfach mal an. Ne? Also wir wollen so ein paar Szenen vielleicht vorstellen, nochmal besprechen und diesen Austausch haben zwischen den Szenen. Macht das gerne oder Sehr gerne, Oder wie ja die Swing Jets es schon gemacht haben, die haben gesagt, ey, kommt doch mal bei uns vorbei und ja. macht mal bei uns ein Video, guckt euch unsere Szene mal an. Natürlich müssen wir gucken, wo unsere Prioritäten sind. Ne? Die Zeit haben wir ja. Ja. Das haben wir ja gelernt letztes Mal, aber wir versuchen dann da auch hinzukommen. Also das war jetzt alles schon geplant, aber durch die Situation wurde das ja alles verschoben, abgesagt, muss man nochmal gucken. Aber schreibt uns gerne an, ey. Wir kommen da Sehr, sehr super gerne. gerne vorbei, Ja. gucken uns die Szene an, machen ein Interview mit euch. Ey, wenn ihr Wir was haben da mega austauschen Bock wollt, drauf, macht ja. das. Ja, sehr, sehr geil. Wenn ihr uns anschreibt, ihr wisst Bescheid. Wir schreiben nochmal die E-Mail-Adresse und so in die Shownotes. Aber ja, mittlerweile solltet ihr langsam wissen, wie ihr uns erreicht und macht das sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe nochmal eine Surprise-Question for you, Oh, Phil. als Ja. hätten wir das geplant, dass es jedes Mal so ist. Ja. Und zwar hatten wir jetzt gelernt, es gibt
Voguing. Also oh, für ja. uns zumindest eine neue Tanzart. Jetzt habe ich aber nochmal bei dem Hop for the WHO nochmal einen neuen Tanz kennengelernt, der mich auch überrascht hat, dass ich davon noch nie gehört habe. Und das ist ein Swing-Tanz. Und der ist auch verbreitet, aber ich habe noch nie davon gehört. Und ich wollte dich fragen, hast du schon mal von La Minou gehört? Was? Ja, ganz genau. La Minou. Es hört sich wieder Abkürzung an, aber. Ist das Französisch oder nee. Ist es das La Minou? Heißt La Minou. Nee, noch nie gehört. Krass. Siehste? Was ist es? Das war auch für mich eine Überraschung. Also ich hatte, als ich es angeschaut habe, hatte ich gedacht, es ist eine Mischung aus Swing Waltz, Blues und Groovefox. Aber ich habe rausgefunden, es ist ein anderes Wort für Slow Balboa. Oh. Und ja, ich habe auch gerade nebenbei, ne? Digital geht das ja mal schnell, da merkst du es ja. nicht. Habe ich auch. La Minou Experience, gibt es Workshops. Ja. Slow Ball. Ja. Also es ist das quasi. Wusste ich auch noch. Quasi die. Also da werde ich jetzt für gesteinigt, ne, für diese Aussage. Ganz, ganz klar. Ne? Da merkt man mal meine Unwissenheit, aber es ist doch quasi dann der Blues für Balboa, oder nicht? Slow Balboa. Könnte man so sagen. Ja, es ist ja. Also ich habe auch gesehen, ja, also der Grundschritt ist sozusagen Rockstep, Triple Step, nur ein bisschen in eine andere Richtung. Also so ein bisschen, ich sage es mal wie beim Cha-Cha-Cha, also die Richtungen für so ein Basic, so wie ich zumindest mal den Cha-Cha-Cha kennengelernt habe. Wir und das war in der Schule, nicht Fenster. Mehr in der Tanzschule. ja, und das, also ich frage mich auch ganz ehrlich, ob das vielleicht nur eine österreichische Ausdrucksform ist von Slowball, weil ich habe jetzt schon mal auch hier unsere Balboa-Tänzer gehört, dass sie gesagt haben, ich gehe auf einen Slow-Balboa-Workshop. Und ich habe auch noch nie internationale Trainer irgendwie irgendwas von La Minou reden hören. Deswegen habe ich so ein bisschen meinen Eindruck, dass es vielleicht eine österreichische Ausdrucksform ist. Aber es gibt auf jeden Fall diesen Swing-Tanz und der wird unterrichtet. Und es gibt Workshops dazu. Wenn du Balboa tanzt und auch schon mal von Slow Balboa oder von La Minou gehört hast oder auch regelmäßig auf diese Workshops gehst, lass uns gerne wissen von dem, was wir nicht wissen, weil ja. wir dachten eigentlich, wir kennen alles wegen Tänze, aber das war für mich jetzt komplett neu und ja, war mal nice, auch mal anzuschauen, weil bei diesem, wie gesagt, Hop for the WHO oder WHO hat eben so ein Ehepaar, glaube ich, war es, oder zumindest ein DJ-Paar halt aufgelegt und dann haben sie halt gemeint, ja, und wer, vielleicht, einige kennen das vielleicht euch nicht, von euch nicht, aber es gibt auch den Tanz, auch einen Swing-Tanz La Minou. Wir tanzen jetzt einfach mal nebenbei, wenn wir ihn auflegen und dann habe ich es ja gleich sehen können und dachte, ach cool, das ist ja auch ein sehr schöner Tanz. Aber ja, dass es halt Snowball Boa ist, habe ich jetzt nicht so rausgesehen, aber nice. Ja, man lernt ja nie aus, ne? Vielleicht sollten wir einfach mal unbekannte Swing-Tanz-Tänzer interviewen. Unbekannte Swing-Tanz-Tänzer. Okay. Ja, also so, vielleicht gibt es da draußen, vielleicht unter den vielen, aber tausenden Zuhörern unseres Podcasts. Ja, genau. Vielleicht findet sich da ja so ein La Minou-Tänzer oder Tänzerin oder Tänzer-Innenpaar. ja. Schreibt uns einfach mal an. Ey, dann lass uns doch mal einen Podcast ja, über La Minou machen. Ey, ich kenne mich da gar nicht aus. Nee, ich noch nie gehört. Ich werde jetzt ein paar Videos gucken, glaube ich. Ja, schön, dass ich dich da auch mal inspirieren konnte. Voll, ey, La Minou, also Grand Swing-Tanz, den ich nicht kenne, gerne, gucke ich gerne mal an. Ja. Ja, es gibt bestimmt cool. auch noch einige andere, die wir überhaupt nicht kennen. Ja, also ich meine, ich bin auch immer wieder überrascht, was es für ganze Scheck-Arten gibt, die oh, ich auch nicht kannte. Ich glaube, ich kenne nur 3 oder 4 und ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Bestimmt. Wahrscheinlich. Bestimmt. Aber Lindy Hop oder Jitterbug oder East Coast Swing oder wie auch immer man das nennen möchte, keine Ahnung. Oder einfach The Lindy. Ja. So ist es. Geil. Geil, ja. Das gucke ich mir auch mal an. Nice. Nice. Ja, wir werden auch mal verlinken, ein oder zwei Links zu La Minou, dass du auch nochmal eine Impression hast. Aber natürlich hast du auch freie Hand, selber zu researchen. Wir wollen Voll. Nicht alles vor die Füße werfen. Ja. Und frag einfach mal den Balboa-Tänzer deines Vertrauens. Die Ecke deines Vertrauens, genau das. Ja, ob der auch La Minou tanzt. Nice. Ja, also war ein schönes Interview, schöne Szene, schönen Vergleich, immer schön Einblicke zu hören. Du hast es ja direkt gesehen und erlebt, das ist ja noch besser. Ja, war super cool. Und das vielleicht noch so als Anregung, wenn ihr mal auf dem Workshop seid und andere aus anderen Szenen trefft, aus anderen Regionen, kann man ja sich mal auch über die Szene unterhalten. Hm. Ne? Also finde ich, macht man, glaube ich, auch, ne? Macht man, glaube ich, viel zu wenig. Ja.
Ne? Weil die Prioritäten einfach woanders liegen. Ja, aber das ist ja super interessant, ne? Ja, auf jeden Also ich Fall. finde das super interessant. Und deswegen wollen wir eben auch diese Podcast-Episoden hier machen, wo wir eben über verschiedene Szenen sprechen. Weil ich glaube, im Moment ist es noch so, dass wir eine große Anzahl unserer Hörer sind, zumindest kennen die Hannoveraner Szene persönlich. Und auch Oder denen kennt uns möchten wir, persönlich. oder auch uns persönlich, genau, Ja. und denen wollen wir eben auch nochmal weitere Szenen vorstellen. Aber natürlich auch Lyon kannte jetzt wahrscheinlich, also vermutlich jetzt sehr wenige von der deutschsprachigen Runde hier. Von daher ist es immer schön, wenn wir einfach mal andere Tanzszenen vorstellen können. Aber wir sind nicht aufs Ausland fokussiert, sondern wir würden auch gerne auch deine Szene mal vorstellen. Und wir vergleichen sie jetzt ganz gerne mit der Hannoveraner Szene, weil wir die halt am besten kennen. Und ihr kriegt dann auch immer besseren Eindruck, was in Hannover so los ist. Somit haben wir auch schon unsere Szene vorgestellt. Ist auch mal schön. Genau. Ja, vielen Dank, dass du Ja. dabei warst wieder. Ja, es wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger, weil wir ja noch den Podcast, das Interview dazwischen geschnitten haben. Aber Richtig. für uns hat es sich kurzweilig angefühlt. Wir hoffen für dich auch. Und Ja, ja. kleiner Ausblick. Wir werden demnächst wieder eine kleine Modeeinheit machen. Sie. Und wir Voging. werden dann von Lyon über Hannover kurz nach Hamburg schwenken. Yes. Da haben wir eine Interviewpartnerin, sei gespannt, Spoiler, ne? Also am Ende der Folge wird es aufgelöst, der nächsten Genau. Folge. Richtig. Da werden wir ein kleines Projekt vorstellen, was vielleicht ja auch ganz interessant ist. Also was vielleicht, es ist auf jeden Es Fall ist auf jeden Fall interessant. interessant. Ne? Sehr, sehr Also, geiles Projekt. Wir freuen uns schon und drauf. genau, und abschließend bleibt nur zu sagen, es wird lockerer, die Maßnahmen gehen zurück, seid vorsichtig, bleibt gesund, genießt das Leben und ja, geht einfach mal wieder tanzen. Würde ich Yes, sagen. geht tanzen. Yes. Und macht das Beste draus und versucht, geile Lösungen zu finden, mit der jetzigen Situation umzugehen und trotzdem mega Hammer Spaß zu haben und vielleicht auch die ein oder andere Band nochmal mit ins Boot zu holen und eure Szene ab jetzt wieder bombastisch wachsen zu lassen. Ja, und wenn Yeah. eure Priorität es zulässt, dann hört euch unsere Podcasts an. Ja, genau, das geht ja immer mal schnell zwischendurch oder nebenbei oder zumindest Hauptfokus auf unser Podcast und den Rest kann man nebenbei machen. So wie Autofahren oder sowas. Natürlich, das kann man einfach nebenbei machen. Gut, dann bleibt Ja, uns nur schön, zu dass du dabei sagen, warst. Boris, der Abschied. Wir versuchen es wieder. Ach, wir versuchen es Langsam. wieder. Wir schaffen das. Und Und freeze. freeze. Man, look out, man. That's a killer. Oh, man, that's a killer. Oh, Let's play that that's again, man. Got to do it.